Also bekomme ich von dir heute kein Bussi? Ich bin doch nicht verrückt. Ja, dann gibt's erstmal keine Sachertorte in Hause Lugner. Dafür wohl eher einen Zankapfel. Und damit willkommen zurück zu Container Talk. Nein, das Dickerchen durfte nicht in dieser Challenge antreten. Und dabei ging es doch um alles. Um die Ehre, um das Land, um die Kanzlerschaft. Nein, nur um einen Bereichswechsel. Ist auch wichtig. Tja. Welcher Mann trägt denn sowas bitte? Ja, und die Challenge war ja echt schon eine Herausforderung. Als erstes durfte Isaran, it's a first. Und die Gräfin hat dabei gestöhnt bei dieser Challenge, wie ein Priester bei der verbotenen Liebe. Twitter-Fund des Tages. Probiert Isa zum ersten Mal Analsex oder warum stöhnt sie so? Oh mein Gott, was hast du da rausgesucht? Stammt nicht von mir. Okay. Die kluge Internetgemeinschaft. Es könnte aber von dir stammen, oder? Es könnte, hast recht. Und jetzt nochmal zurück zur Challenge. Ja. Wo ist Isas Regencape, wenn man es braucht? Stimmt. Wäre sie nicht nass geworden. Ja, ich glaube, sie hat sich auch geärgert. Also, wenn sie gewusst hätte, das hat was mit Wasser zu tun, dann hätte sie mitgenommen, oder? Ja. Kommen wir zur Karriere des Mario Basler. Mhm. Früher konnte er alle Freistöße um die Ecke zaubern. Mhm. Heute kann er beinahe Zigaretten drehen. Ja, also was ich da heute gesehen habe, also ich könnte es besser auf jeden Fall. Also ich bin zwar nicht Raucher, aber das, was er da geleistet hat, oh mein Gott, also ich bin vom Glauben abgefallen. Nur. Ich glaube, ich könnte es auch besser. Und das am Handstand nackt vorm Dom. Und, was wird es geben? Fette Party. Das Prinzlein hat mal tief in seine Vergangenheit gegriffen und hat unserem Isarlein erklärt, was er so getrieben hat als Zu- und Hälter. Und die Isa hat zumindest angemeldet, sie hat kein Interesse, sich als Prostituierte anzumelden. Ja, wer würde sie denn auch nehmen? Ey! Forbidden love, go straight to your heart. Wo wir doch bei MILF waren. Das ist nicht eine Masse, I like to fuck. Das ist eine Grandmasse, I like to fuck. Okay, es gibt bestimmt Leute auch, die sie nehmen. Tut mir leid. Auf dem alten Kutter lernt man segeln, sagt man. Schnick, schnack, schnick, schnack, schnick, schnack. Also ich fand sie schon kämpferisch, diese Aussprache von der Lugner Kathi und ihrem Mann. Sie hat richtig Gefühl gezeigt, Herz gezeigt, dass es ihr um was geht, dass er sich aber auch ändern muss, dass sie immer hinter ihm steht, aber sie das Gefühl hat, er stände nicht so hinter ihr und würde sich von Bekannten, Verwandten, wen auch immer, die im Ring rum sind, irgendwie schlecht beeinflussen lassen. Sie hat mir auch mal eine andere Seite von sich gezeigt, weil ich vorher auch gedacht habe, das macht die nur, um karrieregeil zu sein, sag ich mal. Aber das, was sie da heute gesagt hat, da habe ich ihr das schon abgenommen, so wie sie es gesagt hat. Ne? Also sie hat es schon ganz nett gemacht. Genau. Also wäre es sehr viel Gefühl und mir gefällt sie auch besser, dieser Look, als sie, anstatt dieses super Glam-Glam. Sie kommt natürlich rüber und wenn sie dann diese Herzensangelegenheiten ausplaudert, das ist dann schon touch. Ey. Ja, weiter so. Emotions. Genau. Emotions. Überhaupt nicht stolz konnte Hot-Button-Drücker Robin sein. Er hat ja auch diese Challenge, musste er bestehen. Die hat er versemmelt gegen den Goldenen Reiter. Und danach lieferte er eine Show. Ich bin so verzweifelt, es tut mir so leid. Aber so theatralisch und übertrieben, als ob nur ein Live gerade eingestellt worden würde. Ich bin fast ausgerastet. Lass mich doch mal ausreden worden würde. Also, weiß ich nicht, ich wäre fast ausgerastet. Wie hat's dir gefallen? Ja, also, du wärst fast ausgerastet. Ja, ich wäre da fast reingekommen und hätte ihn eingeklatscht, Mensch. Also sowas Schauspielerhaftes, sowas Schlechtes habe ich noch nicht gesehen. Also weiß ich nicht. Berlin-Tag kann das besser. Ja, aber das auf jeden Fall. Ich hab's noch nicht, ich sehe keinen Berlin-Tag, aber die können das besser auf jeden Fall. Ja, das war's auch schon. Seitdem die Idona nicht mehr drin ist, ist nicht mehr so viel los im Haus. Nee, leider nicht. Ja, verschickt man auch so einen Robin-Naseweiß rein, den keiner kennt und keiner will. Nee. Besser wäre der Schild, aber den hat er schon. Ja. Okay, der Reim ist zu Ende, die Sendung auch. Tja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Es gab eine fette Party.
Andere Themen waren Keller-Kathis Eheprobleme und der Einzug des unbekanntesten deutschen Promis ever. Gegen ihn ist Ilse vom Sparmarkt ein Weltstar.